Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel Schnittwinkel. Ja, und letztes Mal ging es ja schon um Winkel, also Winkel zwischen Vektoren. Und diesmal geht es eben um Schnittwinkel. Und zwar im ersten Beispiel zwischen einer Gerade und einer anderen Gerade. Und ich sehe, ihr auch, dass der Teil schon was vorbereitet hat. Und zwar im Zweidimensionalen, wie ich sehe, hat er eine Gerade G und eine Gerade H vorbereitet. Ja, dann, Herr Teil, berechnen Sie doch mal den Winkel. Ja gut, ich habe mir das Folgende überlegt. Wir können ja schon Winkel zwischen Vektoren ausrechnen. Jetzt haben wir ja keine Vektoren, wir haben Geraden. Aber wir wissen ja, wenn man sich eine Geradengleichung vorstellt, da kommen Vektoren drin vor. Und zwar der Stützvektor und der Richtungsvektor. Der Stützvektor bringt uns nicht, das ist geometrisch ein Punkt. Aber der Richtungsvektor ist ja geometrisch dargestellt ein Pfeil. Und in dieser Pfeildarstellung haben wir beim letzten Mal ja Winkel zwischen Vektoren berechnet. Naja, also brauchen wir jetzt erstmal die Richtungsvektoren von den beiden Geraden. Stellen wir doch mal schnell die Geradengleichung auf. Wie würde denn lauten, Herr Fähnrich, für die G? Naja, als Stützvektor nehmen wir den Ursprung, also 0, 0, das kann man weglassen. Und dann einfach x ist r mal einfach 1, 0, also 1 in die x1 Richtung, x2 Richtung gar nichts. Und bei der h? Ja, wir können hier einfach auch wieder als Stützvektor den Ursprung nehmen. Insofern können wir den quasi weglassen. Und als Richtungsvektor, naja, wir gehen 1 rüber und 1 hoch. Also s mal 1, 1. Gut, und ich denke, jetzt habt ihr zwei Vektoren gegeben. Ich denke, jetzt kann es nicht nur der Latein, jetzt könnt es auch ihr mal berechnen. Probiert es nochmal, die Aufgabe zu berechnen. Und wir sehen uns wieder mit der Lösung in 3, 2, 1. So, wenn man das Ganze einsetzt und berechnet, kommt man auf 1 durch 1 mal Wurzel 2, also auf 1 durch Wurzel 2. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, um auf Alpha zu schließen. Man kann natürlich auch den GTR nehmen. Oder man kann wissen, dass 1 durch Wurzel 2 das gleiche ist wie 1 halb mal Wurzel 2. Und wir erinnern uns, das war einer dieser Werte aus der Tabelle vom letzten Mal, da wären es 45 Grad. Aber wie man das umrechnet, schauen wir uns ein andermal noch genauer an. Für heute ist das Wichtige, das Ganze zurückgerechnet auf Alpha gibt einen Winkel von 45 Grad. Den habe ich hier oben auch schon mal eingezeichnet, zusammen mit den beiden Richtungsvektoren. Und können wir sagen, der Schnittwinkel von den beiden Geraden ist 45 Grad. Ja gut, in Ihrer Skizze macht das da Sinn, aber ich habe das auch mal durchgerechnet. Ich komme auf einen anderen Wert. Aber ich merke auch, ich habe bei H, hier bei H, einen anderen Richtungsvektor benutzt. Und zwar habe ich den hier benutzt. Den hier, also minus 1, minus 1. Ja gut, aber das ist doch dieselbe Gerade, dann kommt derselbe Schnittwinkel raus. Ja, aber irgendwie komme ich auf einen anderen Winkel. Ich würde es doch ganz gerne mal durchbesprechen. Ja gut, schauen wir uns das an. Dankeschön. Also dann nenne ich einfach mal das hier A. Das haben Sie hier gemacht. Und das andere mal B. Okay, welche Geraden haben wir? G hat sich nicht verändert. Die schreibe ich einfach so hin, oder? X ist R mal 1, 0. Mhm. Und H? Ja gut, H ist immer noch dieselbe Gerade, aber sie lautet jetzt ein bisschen anders. X ist gleich S mal minus 1, minus 1. Richtig, genau so habe ich es berechnet und ich komme auf einen anderen Winkel. Ja auch. Probiert's aus. Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, ich habe hier genauso wie oben auch ausgerechnet. Cosinus Alpha, ich kam dann auf minus 1 durch 1 mal Wurzel 2. Hier habe ich einen Taschenrechner, einen GTR bemüht. Hab dann Alpha berechnet und kam auf Alpha 135 Grad. Ha, das ist ein anderer Winkel. Richtig, das ist ein anderer Winkel. Wer hat denn jetzt recht? Und mal da oben, wo ist denn meine 135 Grad? Also ich überlege mal, das Ganze ist hier 180 Grad, das war 45 Grad. Ja, dann ist mein Winkel, den ich berechnet habe, wohl der hier. Ist auch logisch, denn es ist schließlich der Winkel zwischen zwei Vektoren. Und wir haben letztes Mal gelernt, der Winkel zwischen zwei Vektoren ist immer der kleinere Winkel zwischen den beiden. Und zwischen dem orangen und dem grünen Pfeil ist das auch der kleinere Winkel. Ja. Ja, nur welcher von unseren beiden Winkeln ist denn jetzt der Schnittwinkel zwischen zwei Geraden? Es gibt ja beide, weil sowohl der orangene Winkel Alpha liegt zwischen G und H, als auch der rote Winkel Alpha liegt zwischen G und H. Müssen wir uns wieder auf einen einigen. Ich guck mal nach im großen Buch der Weisheiten. Ah ja, leider ist der Schnittwinkel zwischen zwei Geraden festgelegt. Man nimmt ja immer den kleineren. Okay, Mist, dann streiche ich mein Ergebnis mal durch. Das ist ja wohl falsch. Aber wir müssen es doch irgendwie hinkriegen, dass egal welche Geradengleichung ich nehme, ob die oder die, ich schreibe mir dieselben Geraden,
immer das Richtige, also immer 45 Grad rauskommt. Stimmt, denn wenn wir das später mal bei dreidimensionalen Geraden machen, können wir nicht jedes Mal eine Zeichnung machen. Und nur dann könnten wir ja ausschließen, dass es der falsche ist, den wir nehmen. Also was könnten wir verändern an unserer Formel, damit jedes Mal 45 Grad rauskäme? Ja, unsere Formel ist nicht ganz richtig. Überlegen wir mal, hier steht beim richtigen 1 durch einmal Wurzel 2 kommt raus für unseren Kosinus. Hier kommt minus 1 durch 1 mal Wurzel 2 raus. Also der Nenner ist gleich bei beiden. Mhm. Aber der Zähler unterscheidet sich. Unten ist minus 1. Die müssen wir wegkriegen. Können wir bei beiden etwas verändern, sodass beim oberen der Zähler gleich bleibt, aber beim unteren aus dem minus 1 eine plus 1 werden würde? Denn dann kämen ja auch 45 Grad raus. Ja, da habe ich eine gute Idee. Dann nehmen wir einfach über den Betrag. Ich mache ihn mal hin. Hier den Betrag. Hier den Betrag. Denn dann ändert sich nichts. Die 1 bleibt trotzdem stehen. Und wenn ich hier unten den Betrag mache, kommt zwar minus 1 raus, aber Betrag von minus 1 wäre plus 1. Plus 1. Wunderbar. Das heißt, hier dasselbe wie oben, das heißt, als Winkel kommt hier auch wie oben 45 Grad raus. Das heißt, wir müssen uns was merken. Diese Formel, die wir letztes Mal hatten, die gilt als Winkel zwischen zwei Vektoren, müssen wir verändern, wenn es um zwei Geraden geht. Und zwar müssen wir oben zwei Betragsstriche machen. Kommen wir zum nächsten Beispiel. Ebene, Ebene. Ebene, Ebene. Ja, das ist richtig, aber da müsste dann auch Ebene, Ebene stehen. Oh ja, stimmt. Naja, kleine Fehler passieren mal. Ebene, Ebene. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht geschrieben. Wenn nicht, Pech. Ja. Ach ja. Okay. Gut, wir haben da auch schon zwei Ebenen vorbereitet. Hier ist das Schaubild zwei Ebenen, E1 und E2. Und wir sehen schön hier mit schwarz reingezeichnet der Schnittwinkel zwischen den beiden. Jetzt ist es allerdings in dieser Ansicht her hier nur sehr schwer einsehbar, wie da das Ganze eigentlich zusammenhängt und vor allem, wie wir auf die Schnittwinkel kommen können. Wir schauen uns deswegen mal so an, als ob wir direkt von vorne auf das Ganze schauen würden. Und auch da haben wir was vorbereitet. So, das Ganze von vorne, wir haben wieder den Winkel Alpha. Naja, jetzt haben wir welches das Problem. Wir wissen ja, wir können bisher dann Winkel ausrechnen, wenn wir Vektoren haben. Wir haben aber als Vektoren eigentlich nur die normalen Vektoren. So, und die normalen Vektoren, sehen wir, sind hier drüben, der Winkel ist da. Im Prinzip könnte man meinen, jetzt kann man nichts ausrechnen. Doch, man kann schon was ausrechnen, weil jetzt können wir mit derselben Formel vom letzten Mal den Winkel zwischen diesen beiden normalen Vektoren ausrechnen. Aber den suchen wir nicht, wir suchen diesen Winkel hier. Doch, das ist nämlich derselbe Winkel. Guck mal an, N1 ist genau um 90 Grad gedreht, wenn man es zur Ebene guckt. N2 ist auch um 90 Grad gedreht. Und das heißt, dieser Winkel dazwischen, wenn man irgendwas um 90 Grad dreht, der bleibt ja dann gleich. Zwischen N1 und N2 ist dann derselbe Winkel wie zwischen E1 und E2. Stimmt, denn der Anfang des Winkels wird um 90 Grad hochgedreht und das Ende des Winkels wird um 90 Grad hochgedreht. Naja, genau, dann ist das hier tatsächlich auch der Winkel Alpha. Und dafür gilt natürlich dieselbe Formel wie vorhin. Wir haben sie auch schon mal vorbereitet. Nur leicht abgeändert, statt der Richtungsvektoren der Geraden vorher, stehen jetzt halt die normalen Vektoren der Ebene da. Okay, jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Angenommen, wir hätten als N2 nicht den hier, sondern blöderweise den hier. Dann haben wir nämlich nicht mehr diesen kleinen Winkel, sondern den großen Winkel hier rüber. Das ist ein ähnliches Phänomen, wie wir vorhin schon hatten bei gerade. Das können wir aber genau hier lösen. Genau, den hier statt dem und so hätten wir sozusagen den ganz großen hier rüber statt dem kleinen. Richtig, und um das Problem zu umgehen, machen wir im Zähler auch Betragsstriche einfach hin. Gut, genauso wie vorhin, recht einfach zu merken. Gut, könnten wir so ausrechnen. Jetzt kommen wir endlich zu dem Beispiel von vorhin genannt, gerade Ebene. Super. So, hier haben wir auch schon das Beispiel, wir haben eine Ebene E und eine gerade G. Und gesucht ist hier wieder der Schnittwinkel zwischen den beiden. Wir haben auch schon mal eingezeichnet, welche Vektoren wir haben. Das sind nämlich welche? Wir haben den normalen Vektor der Ebene N und wir haben den Richtungsvektor der Geraden U. Und wenn wir jetzt wieder mit der gängigen Formel den Winkel zwischen den beiden Vektoren ausrechnen würden, dann hätten wir den da oben und gar nicht den gesuchten Alpha. Das ist aber gar kein Problem, denn insgesamt ist zwischen dem normalen Vektor und der Ebene ja ein Winkel von 90 Grad. Wenn wir die obere Hälfte haben, können wir einfach 90 Grad minus den berechneten Winkel machen und dann haben wir den gesuchten Alpha. Ist ein bisschen umständlich, aber es geht. Richtig. Und diesen Zusammenhang, den drückt man durch den Sinus aus. Hier nimmt man also nicht den Cosinus, sondern den Sinus, sonst ändert sich nichts. Und dann kommen wir auf folgende Formel.
So, und so sieht die Formel aus. Den vorderen Teil nur zur Erklärung, das kann man weglassen. Wir wissen einfach, jetzt kommt der Sinus raus und wir können direkt Alpha ausrechnen. Wen es ein bisschen genauer interessiert, kann nachschauen, dann ist es etwas ausführlicher, so wie hier oder hier, im Buch auf der Einführungsseite vom Kapitel 8.6. Jetzt nochmal allgemein zusammengefasst. Wenn wir gegeben haben, eine gerade G bzw. H mit Richtungsvektor U bzw. V und eine andere Ebene E1 bzw. E2 mit normalen Vektor N1 bzw. N2, dann gibt es drei Formeln, und zwar jeweils für den Schnittwinkel Alpha zwischen gerade, hier gerade G, gerade H. Dann ist der Kosinus Alpha ist gleich der Betrag von U mal V durch die einzelnen Beträge von U und V multipliziert. Wenn wir Ebene haben, also Ebene E1 und Ebene E2, dann berechnet man den Kosinus Alpha mit ist gleich der Betrag von N1 mal N2, geteilt durch die einzelnen Beträge der beiden Vektoren wieder miteinander multipliziert. Wenn wir den Fall haben gerade Ebene, also eine gerade G und eine Ebene E1 hier, da muss man den Sinus nehmen, will ich dran denken. Der Sinus Alpha ist dann der Betrag vom Richtungsvektor mal normalen Vektor, geteilt durch die Einzelbeträge der Vektoren miteinander multipliziert. So, eigentlich würden an dieser Stelle jetzt die Aufgaben kommen. Allerdings ist es so, das Ganze ist relativ ähnlich zum letzten Video 8.5. Das Einzige, was sich gegenüber der Formel von da Winkel zwischen Vektoren geändert hat, ist, dass hier überall Beträge dazugekommen sind und in einem Fall der Sinus reinkommt. Und die Überlegungen, ob man jetzt Richtungsvektoren nimmt, ob man normalen Vektoren nimmt und so weiter, die machen wir gemeinsam in der Stunde und den dortigen Aufgaben. Bis dann. Ciao. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert. Dann würden wir euch empfehlen, macht das. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.